Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Player Perspectives. Ich habe heute José Matuvila bei mir, ehemaliger Mannschaftskollege, habe damals mit ihm bei TuS Koblenz gespielt. Und er war ein Spieler, wo mir schon damals immer aufgefallen ist, brutale Mentalität und sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall. Und sein Weg ist auch sehr inspirierend, denn er ist wirklich von der Verbandsliga, hat sich hochgekämpft bis in die dritte Liga, spielt mittlerweile bei Rot-Weiß Essen, ausgeliehen dorthin und hat, glaube ich, einige Erkenntnisse, die er mit uns teilen kann, die sehr wichtig sind für viele Fußballer. Wir hatten uns damals auch schon mal darüber ausgetauscht, wie wichtig besonders der Glaube an die ganze Geschichte ist. Und das werden wir wahrscheinlich heute auch nochmal besprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, José. Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass es geklappt hat. Hat ja ein bisschen länger gedauert, bis wir umsetzen konnten. Genau. Ja, am Anfang, ich frage immer ganz gerne, wie jemand so aufgewachsen ist, wie jemand groß geworden ist mit dem Fußball. Hol uns mal da zurück, wie du von klein auf gestartet bist in deiner Jugend. Ja, von klein auf gestartet, also es ging dann schon relativ früh los, dass dann der Fußball Teil von mir war. Also mein Vater hat mich da öfters mal mitgeholt und die haben da jetzt auch nicht wirklich dann professionell gespielt oder sowas. Das war einfach, die haben da unter Freunden gekickt und das hat mir sehr viel Spaß bereitet und da zuzusehen. Und das waren dann so meine ersten Schritte und dann habe ich das für mich selber so beschlossen, dass das einfach wie meine Aufgabe ist, das, was mir Spaß macht. Und so bin ich dann da in den Fußball reingerutscht, also mehr oder weniger hat mich mein Vater da reingebracht und ja, dann hat das Ganze seine Lauf genommen und dann ging es, also in der Jugend ist es ja dann so gewesen, da ist ja Fußball alles gewesen, ne? Das ist, ich kann mich nicht erinnern, wann ich nicht gespielt habe oder wann wir nicht gespielt haben, das betrifft dann alle meine Jungs um mich herum und da gab es keinen in der Clique, nenne ich das mal, die nicht gespielt haben. Und das war immer das einzige Thema. Wo spielen wir? Wer hat einen Ball? Und das ist, darum hat sich alles gedreht. Ja, genau. War bei mir auf jeden Fall auch so. Und du bist ja dann, hast in der Jugend ja noch bei Koblenz gespielt und hast dann eine interessante Entwicklung genommen, weil du dann Verbandsliga gespielt hast, Rheinlandliga. Dann bei Koblenz in der Regionalliga, wo wir beide zusammengespielt haben und bist dann letztendlich mit Cottbus in die dritte Liga sogar aufgestiegen. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie dieser Weg war. Du hast eben im Vorgespräch schon so gesagt, dass das ein steiniger Weg war. Was hast du daraus besonders gelernt aus dieser Zeit? Ja, also erstmal war es ja so, dass ich in Mayen gespielt habe, bis zur B-Jugend war ich in Mayen und dann bin ich aus Mayen dann nach Koblenz gekommen, in dem zweiten Jahr der B-Jugend. Das war dann mein erstes Jahr bei der TuS. Da ging das dann so los. Also ich habe immer richtig, richtig Lust gehabt auf die Sache, ne? Und ich, jetzt wenn ich rückblickend da nochmal auf die Zeit zurückgehe, ist es so, dass ich jetzt in der B-Jugend oder A-Jugend dann, wo ich da bei der TuS gespielt habe, immer daran oder darauf gehofft habe, Profi zu werden. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt, ich war jetzt da nicht besonders gut in der A-Jugend oder sowas. Das war ja dann, ich habe die meiste Zeit kaum gespielt da. Aber trotzdem habe ich ja immer so dran geglaubt und dann ging es ja weiter dann und das erste Seniorenjahr war so, dass ich dann in Lahnstein gespielt habe, das erste Halbjahr, das war in der Verbandsliga und bin dann halt im zweiten Jahr in der Rückrunde zur TuS Mainz zurück, das war dann auch in der Verbandsliga, das war in derselben Liga, in Lahnstein ging es dann drunter und drüber und dann das zweite Halbjahr in Mayen gespielt. Und bin dann wieder zur TuS zurück. Das war dann auch in der Verbandsliga. Und da war halt eben die erste Mannschaft, war da in der dritten Liga. Die war in der dritten Liga. Dann war es halt eben so, das Ziel für mich, als ich dann da zurück bin, dass ich
die zweite Mannschaft nur so als wie ein Sprungbrett und ich will mich da empfehlen und ich muss da in den Profibereich rein, weil das hat mir nichts gegeben, da in der zweiten Mannschaft zu spielen und es hatte dann leider nicht so geklappt, dann das ganze Jahr dann da in der zweiten Mannschaft gespielt, also da konnte man sich dann ein Stück weiter nicht hocharbeiten, aber auch das hat dann für mich nicht gereicht, dass ich dann sage, nee, das reicht einfach nicht. Ich muss auch sagen, ich habe sehr viele Leute sind dann haben mich auf meinem Weg begleitet und sind dann, was heißt denn, also weggebrochen klingt so, so falsch, weil jeder hat dann seinen anderen Lauf genommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, was Fußball alles ist, aber ein Stück weit haben die Leute dann aufgehört, daran zu glauben, an den Sport. Und ich musste dann sowas wie einen zweiten Bildungsweg nehmen, so nenne ich das immer. Das ist dann über die Oberliga gewesen, dass ich dann in Erntebrück 2 Jahre gespielt habe, ehe ich dann wieder zur TuS in der Regionalliga zurückgekommen bin. Da haben wir dann zusammen gespielt in der Regionalliga. Das war ja dann mein erstes Jahr, was ich bei der TuS dann im Stadion spielen durfte und nicht auf dem schönen Kunstrasen Oberwert. Das war ja das erste Mal, dass ich dann da im Stadion die Spiele beschreiten durfte. Darauf die Saison war ich ja auch noch bei der TuS in der Oberliga dann. Dann sind wir aufgestiegen in die Regionalliga. Aber das war dann für mich so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es mich jetzt weiterbringt, wenn ich jetzt da bei der TuS bleibe, weil ich einfach eine neue Herausforderung gesucht habe, neues Umfeld gesucht habe und ich wollte einfach mehr Ambitionen haben. Ich wollte mehr Ambitionen und hatte das Gefühl, dass das mich weiterbringen wird oder würde. Und das ging dann so, dass ich dann über das Probetraining nach Cottbus gekommen bin. Das war auch eine harte Geschichte, weil wir sind dann mit Streli Mamba zusammen, sind wir donnerstags da angereist nach Cottbus. Zu der Zeit kannte ich Mamba noch gar nicht. Deshalb haben wir da auch so eine gute Bindung. Das ist dann so zusammengewachsen, wenn man da den harten Weg zusammengegangen ist. Und wir sind dann Donnerstag da angereist und der Plan war Donnerstag trainieren, Freitag trainieren, Samstag spielen und Samstag nach dem Spiel bekommst du dann Feedback, ob das was wird oder nicht. Das Ganze haben wir dann gemacht und dann war es, wir sind noch nicht vollends überzeugt, wir wissen noch nicht und kannst du nochmal und dann war die Entscheidung, die man treffen musste, jetzt nochmal das Ganze probieren und eventuell dann 2 Wochen verlieren, weil du weißt ja, wie es ist dann im Sommer, in die Sommerperiode, wenn du dann so viel Zeit hast du dann auch nicht, dann, dass du dann sagst, ich klappe jetzt 5 Mannschaften ab und bleib über eine Woche. So viel Zeit hast du ja einfach nicht. Ja, dennoch haben wir uns dann dafür entschieden oder zum Glück dafür entschieden, dass wir es nochmal machen. Und das Ganze ist dann gut geendet für uns, haben dann Vertrag bekommen. Es war aber so, dass das dann so wie als wir nehmen den Joe mal mit und wenn er spielt, dann spielt er, wenn nicht, dann dann ist es auch nicht schlimm. Aber für mich war dann klar, dass ich das ich muss mich hier einfach durchsetzen. Dass, ich bin jetzt so weit weg von zu Hause, das sind 600 Kilometer, so weit weg von zu Hause und das Ganze muss sich lohnen. Was hat dir dabei geholfen, in der Zeit noch diesen Glauben zu behalten? Also auch wenn andere gesagt haben, oder die sind weggebrochen, wie du eben gesagt hast, und die haben nicht mehr daran geglaubt und du hast trotzdem nach Koblenz, nach der Zeit, wo du von unten dich hochgekämpft hast, immer noch daran geglaubt. Was hat dir dabei geholfen? Ja, also ich bin schon immer
Also an meiner Mentalität habe ich schon sehr früh oder also meiner Meinung nach jetzt ein bisschen zu spät, aber schon früh damit angefangen, an meiner Mentalität zu arbeiten. Das ist ja auch so, zu unserer gemeinsamen Zeit war ich ja da auch schon immer sehr, sehr gewillt und ich wollte es unbedingt und das, ja, das stand einfach über allem und ich habe, also ich glaube, wenn es YouTube nicht gegeben hätte, dann weiß ich nicht, ob das so geklappt hätte. Aber da hat mir ja E.T. sehr geholfen. Das war ein Video, was ja The Secret to Success und How Bad Do You Want It? Und das war so ein Video, was mich wirklich dann, das hat mich einfach gepackt. Also das war auch, man hat immer mal wieder schwierige Zeiten und das Video, das hat mich immer wieder motiviert und immer wieder Antrieb gegeben, dass egal was ist und dass es immer weitergeht und dass man an sich glauben muss und wie er da sagt, wenn du genauso sehr, wie du atmen willst, erfolgreich sein willst, dann wird es auch funktionieren. Also, und es war ein Stück weit so. Ich wollte es unbedingt. Ich glaube, das konnte man mir auch in unserer gemeinsamen Zeit ansehen. Da war ich immer heiß. Also, es war. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, dass du irgendwie auch von außen diese Motivation dir geholt hast, dann zu der Mentalität, die du eh schon hattest. Also, ich weiß, wie du damals auch schon immer trainiert hast und wie du auch jemand warst, der mehr gemacht hat, länger geblieben ist oder früher kam. Und sehr, sehr, sehr spannend. Und dann bist du zu Cottbus gegangen. Und es war ja dann wahrscheinlich auch keine einfache Zeit mit der ganzen Situation. Ich habe nämlich auch ein Interview, was war das, ein Interview oder irgendwas gelesen, dass dann auch zu Rassismusvorfällen kam. Es war bestimmt auch keine einfache Zeit, oder da drüben? Ja, es war definitiv keine einfache Zeit. Es ist ja so gewesen, dass wenn ich dann hier im Umfeld gesagt habe, ja, ich mache ein Probetraining und dann fragt man, wo, dann werde ich in Cottbus, dass du hier auch im Umfeld dann Leute hast, die dann sagen, ja, was machst du denn in Cottbus und was willst du da? Und die Stimmen gab es definitiv, aber für mich war es so, wenn ich das will, dann blende ich alles aus um mich herum. Da kann es noch so einen steinigen Weg geben, das blende ich aus. Und es war keine einfache Zeit, aber ich musste, oder es war keine einfache Zeit, dennoch war es die schönste Zeit. Und ich muss sagen, also in Cottbus jetzt selbst habe ich nie irgendwie Übergriffe oder Beleidigungen. Das war wirklich das. Ja, das hat sich so. Also, wenn sowas dann in der Richtung passiert ist, das waren halt eben natürlich gibt es da auch andere Orte in der Region, aber ich habe mich in Cottbus schon sehr akzeptiert gefühlt. Sehr gut. Ich konnte den Leuten vielleicht was zurückgeben, vielleicht ja, hat ihnen das der Arbeiter in mir gefallen und ich habe da nie. Irgendwie Übergriffe aus dem eigenen Lager, jetzt nenne ich es mal so, verspürt. Und das war mir dann auch ganz wichtig. Und das ist mir auch wichtig, das nochmal so zu sagen, weil Leute denken dann immer, dass ja, in Cottbus und dann wirst du ja nur beleidigt von den Leuten da aus Cottbus, also aus Cottbus, das ist nie vorgefallen. Sehr Und gut. da bin ich auch sehr froh drum. Dennoch ist es vorgefallen. Aber das war dann ja leider in anderen Ecken der Region. Okay. Ja, und dann hattest du wahrscheinlich dort auch einer der schönsten Momente in deiner Fußballkarriere, oder? Ja, also das war definitiv einer der schönsten Momente, die ich da erleben konnte. Das waren die schönsten 3 Jahre meiner Laufbahn bislang. Weil es da einfach wie eine Familie war, ne?
oder sogar ist. Ne? Du hast ja immer noch dann große Teile der Mannschaft, wo du immer noch dann sehr engen Kontakt hast, was es bleiben ja nie so viele Leute hängen von der Mannschaft. Ne? Man hat ja immer nur Kontakt mit den Leuten, die gerade aktuell da sind und dann bleiben ein, zwei hängen und da ist es so, dass definitiv mehr Leute hängen geblieben sind und es war einfach schön, dann mit den Leuten den schönsten Moment meiner Laufbahn dann, oder den bislang schönsten Moment, ich hoffe, da kommt noch was, den bislang schönsten Moment meiner Karriere zu teilen, weil das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl, da aufzusteigen. Also, die haben da ja wirklich alles für gegeben und das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl da im Stadion. Was heißt Geheimnis? Man sagt immer, aber was hat euch so stark gemacht als Mannschaft? Also uns hat stark gemacht auf jeden Fall der Team Spirit. Das war also wirklich einzigartig. Das, wie ich schon gesagt habe, also das war wirklich wie eine Familie. Ne? Das war, ich habe auch schon öfters darüber gesprochen, das war halt so, dass du einen Haufen von Jungs zusammengebracht hast, die immer das Ziel hatten, Profi zu werden, es aber auch aus unterschiedlichsten Gründen einfach noch nicht funktioniert hat. Und das hat uns halt eben so zusammengeschweißt und das hat das halt eben so wirklich zusammengebracht. Es war keiner in der Mannschaft, der es nicht wollte. Es war keiner da, der es nicht wollte. Das hat uns so zusammengebracht, das hat ein Team Spirit gebracht, das hat das gebracht, dass jeder dem anderen was gegönnt hat. Das war scheißegal, wer das Tor schießt. Wir jubeln alle zusammen. Da war keine Missgunst, nichts. Also das war so in der Form das noch nicht erlebt. Und deshalb denke ich, dass das auf jeden Fall sehr, sehr großer Schlüssel war, der uns dann dazu geführt hat, aufzusteigen. Ja, sehr, sehr stark. Und dann eine Sache, du bist ja dann auch zum FCK und spielst mittlerweile bei Rot-Weiß Essen. Und die beiden Trainer, habe ich gelesen, haben beide von dir gesagt, so dass du ein Spieler bist, der aufgrund seiner Mentalität halt immer perfekt in die Mannschaft passt. Was würdest du sagen, was hat dich so stark gemacht? Was hat dir dabei geholfen, ohne jetzt in einem NLZ zu spielen, die ganze Jugend, ohne direkt mit 19 in den Profibereich zu kommen? Wann hast du dein erstes Drittligaspiel gemacht? Mit wie vielen Jahren? 27. Ja, mit 27 dein erstes, also Profispiel, klar, Regionalliga, das sind auch professionelle Bedingungen, aber die ersten drei Ligen sind ja die professionellen Ligen auch. Und was hat dir dabei geholfen, diesen Weg zu gehen, wenn wir gerade auf diesen Aspekt der Mentalität eingehen? Also es ist ja so, dass du irgendwann mal begreifen musst, was macht mich stark, was macht mich nicht stark und versuchen, deine Stärken zu fördern. Und es hat sich halt eben so herauskristallisiert, dass die Mentalität einfach eine große Stärke bei mir ist. Und das hat mir sehr viel geholfen. Es wurde halt eben auch schon mal der Typ Mentalität oder der Mentalitätstyp gefordert. Und geholfen, mich dahin zu entwickeln, ist, ja, wie ich schon gesagt habe, also IT spielt da eine große Rolle. Und wir haben ja auch schon mal über Conor McGregor geredet, der da auch eine sehr große Rolle spielt und auch andere Sportler, die halt eben Kobe Bryant und da habe ich auch die Bücher gelesen und ich wollte wissen, wie ticken die Leute oder ich weiß nicht, ob man die Menschen nennen kann, ich weiß nicht, aber wie ticken die und das war halt immer, alle haben halt eben von demselben gesprochen und dann war mir klar, dass das halt eben, da muss was dahinter stecken, also dass du immer an dich glaubst, egal wie schwierig eine Situation ist und egal wie aussichtslos eine Situation ist, dass du mit deinem Glauben da aus jeglichen Situationen rauskommst. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, dass so, oder
nachdem ich das begriffen habe, hat mir das sehr, sehr viel geholfen, weil es gibt ja so viele Leute, die davon hören und sagen, ja, du musst an dich glauben, du musst an dich glauben. Und aber wie viele Leute von dem begreifen das wirklich? Weil erst dann, denke ich, trägt das Ganze Früchte, wenn du wirklich bedingungslos an dich glaubst. Und ich habe immer bedingungslos an mich geglaubt und ich tue es immer noch. Und das wird auch so schnell nicht aufhören. Ja, ich finde, das ist so ein wichtiger Tipp auch für alle anderen Fußballer, sich irgendwo auch, was heißt Vorbilder, aber Sportler, Fußballer, ich muss ja noch nicht mal Fußballer sein, Conor McGregor, andere aus anderen Sportarten, die ganz oben stehen. Was haben die gemacht? Ja. Was haben die, damit die da oben stehen? Und das kann man über Bücher machen, das kann man über, keine Ahnung, hast jetzt vielleicht auch von Michael Jordan The Last Dance vielleicht schon gesehen. Da siehst du einfach, wie die ticken, die ganz oben sind. Und du hattest es eben, da hat mir die Aufzeichnung noch nicht gestartet, hast du es auch gesagt, dieses Mentale, das Mindset dahinter, das ist noch viel, viel wichtiger als deine physischen, als alles andere eigentlich, als dein Talent. Weil vielleicht hätten dich damals auch nicht viele Leute, du hast ja gesagt, du hast bei Koblenz U19 auch nicht viel gespielt, haben dich vielleicht auch nicht viele als talentierten Spieler als gesehen, aber deine Einstellung hat einfach dabei geholfen, dass du immer, immer und immer besser wurdest. Und es ist für viele Fußballer, glaube ich, wichtig, sich einfach Vorbilder zu suchen, an denen sie sich orientieren können. Das habe ich auch immer gemacht, über YouTube, über Videos, über Bilder, über Zitate, über Bücher. Sehr, sehr wichtig. Also, oder was glaubst du? Das hat mich auch immer sehr, sehr inspiriert, ne? Wenn du das, wenn du solche, weil für mich war es wichtig, oder ich fand es interessant zu wissen, wie ticken die Leute, wie du sagst, also wie ticken die Leute an der Spitze und wie schaffen die es, das Ganze wieder und wieder zu machen? Weil das ist, da muss ja irgendwas dazu, da muss irgendein Schlüssel sein. Das ist, und wenn man dann immer weiter in die Materie gegangen ist, wie du schon sagst, jetzt Michael Jordan, The Last Dance oder sowas, wenn du sowas siehst, ich glaube, ich habe querbeet durch jeden Sport, fast alle Dokumentationen in solche Richtungen gesehen, weil ich bin zum Beispiel All or Nothing, weil ich bin auch ein sehr, sehr großer Football-Freund, da habe ich auch immer diese Dokumentationen gesehen, wie die Mannschaft wie die Mannschaft tickt, und wenn man hat ja jetzt das Glück, dass du so ein Innenleben einer Mannschaft über so eine ganze Saison begleiten kannst, dass so viele Serien, so viele Dokumentationen gibt. Das hat mir halt immer auch ein Stück weit Inspiration gegeben. Ich habe dadurch auch jetzt, wenn ich das auf die NFL sehe, dann Tyron Matthew, das ist auch ein Footballspieler, dessen Mentalität hat mich auch sehr geprägt, weil das Ganze bei der Mentalität ist es so, dass ich sage, wenn das jemand echt macht und echt ist, dann kommt das auch rüber. Dann kann ich hier in Deutschland sein, dann kann er in Amerika sein, wenn ich das sehe und ich spüre das. Das Ganze kannst du spüren. Und das habe ich einfach gespielt da. Und so ist er auch einer meiner Vorbilder geworden, dass dann ich immer wieder auch in schwierigen Situationen dann auch an Situationen denken, wo sind die Sportler durchgegangen und was haben die überwältigt. Und ich sag mir immer, wenn einer das schon mal gemacht hat, dann kann ich es auch. Und das ist ein bisschen guter Satz. Ist so eine Sache, die ich da gelernt habe und auch immer weiter lerne und versuche umzusetzen. Inwieweit mir das gelingt, das wird man dann am Ende sehen, aber ich sehe mich da auch noch nicht am Ende. Das ist immer noch ein Prozess. Sehr, sehr stark. Ja, richtig cooler Satz. Wenn einer das geschafft hat, dann kann ich das auch. Oft limitieren wir uns dann selbst, aber wenn man sich an sowas orientiert, wenn man sieht, was alles möglich ist, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man an sich glaubt, dann gibt einem das einfach, dann öffnet das einem einfach den Horizont und sieht man, okay, das kann auch für mich möglich sein. Richtig gut. Ich habe da auch ein extremes Beispiel, da habe ich einen Mitspieler auch in Cottbus gehabt, also
Ich habe schon sehr viele Sportler gesehen, sehr viele, ja, auch Leute, die an sich geglaubt haben. Aber es gibt da ein Spiel, das war Andrei Starzev. Also es gibt keinen Spieler, der so sehr an sich selber geglaubt hat und an eine Sache geglaubt hat. Also jetzt nicht so sehr an sich geglaubt hat, dass das in Richtung geht, überheblich, aber egal was ist, der Junge hat durchgezogen. Mit dem konnte man den Krieg ziehen. Also wir können im Training mal ein Trainingsspiel, da sind wir, da können wir 5-0 hinten sein, da sind noch 5 Minuten zu spielen, der sagt, wir schaffen das noch. Er sagt, so, was ist los mit euch? Auf geht's. So, und das, der ist auch eine sehr inspirierende Person gewesen, weil das ist unbändiger Wille. Den hat er jeden Tag, also wirklich, das kann ich bestätigen, jeden Tag abgehoben. Egal was ist, egal was, ob der Karten spielt, ob der, der wollte alles. Der, das war auch eine inspirierende Person, wenn man von Glauben redet. Da habe ich das nochmal gesehen, dass es da noch eine Stufe drüber gibt. Das war auch nochmal schön für mich zu sehen, weil das habe ich ja dann gemeint mit dem Prozess, dass das immer weitergeht. Sehr, sehr cool. Ja, richtig gut. Ich glaube, es macht einfach die Wichtigkeit von diesem Glauben deutlich, was du jetzt alles gesagt hast. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Fußballer begreifen soll. Oder letztendlich jeder, der irgendwas erreichen will, das ist damit, ja, dass man erstmal. Das hat dann nichts, denke ich, mit dem Sport dann zu tun. Das hat einfach, das ist. Für mich konnte ich das auf mein ganzes Leben dann widerspiegeln. Deshalb denke ich, dass der Sport mir dann halt eben auch was fürs Leben mitgegeben hat. Weil der Glaube, das ist ja einfach nicht nur, ich glaube daran, Spiel zu gewinnen. Der Glaube ist für mich wichtig dann in allen Aspekten meines Lebens geworden. Dass ich auch, man hat auch im Alltag Situationen, die schwer zu bewältigen sind und wo es nicht. Wo es einfach nicht rund läuft. Und das kannst du auch einfach mit dem Glauben, natürlich kannst du nicht alle Probleme damit lösen, aber der Glaube und die Hoffnung, das hilft dir im ganzen Leben. Und ja. Wir haben ja schon mal über das Gesetz der Anziehung gesprochen und daran glaube ich einfach, dass du mit einem positiven Gedanken sehr, sehr viel bewirken kannst. Also Positive Mindset steht bei mir über allem, über meiner Fähigkeit, über allem. Einfach Positive Mindset und nicht nur auf Sport, sondern einfach aufs ganze Leben, ob ich jetzt Probleme im Leben habe oder im Sport. Sehr, sehr wichtig. Ja, sehr guter Abschluss. Was steht bei dir jetzt so die nächsten Wochen, Monate noch an? Was ist im Moment eine schwierige Situation? Ja, ist im Moment eine schwierige Situation, was die Zeit mit sich bringt. Das steht jetzt leider noch in den Sternen. Wir können aktuell nur abwarten und sehen, was die Zeit mit sich bringt. Ja, auch da das Beste draus machen. Ich sehe ja, du bist wieder trainieren und alles. Und ja, auch da das Beste draus machen. Also ich habe mal gesehen, wie viele Defizite man in so einer Zeit aufarbeiten kann und wie viel man davon in seine tägliche Routine reinpacken kann, was eigentlich, wenn man das dann überlegt, einfach nichts ist. Jeder Mensch hat eine halbe Stunde Zeit. Also das ist, da kann er mir nichts erzählen. Deshalb von Arnold Schwarzenegger, von dem habe ich auch sehr viel gelesen und geschaut, dann hat er auch über die Zeit einfach geredet, weil die Menschen halt eben sagen, dass sie keine Zeit haben. Und ja, der eine braucht ja 8 Stunden Schlaf und hin und her hat er gesagt, ja, dann musst du einfach schneller schlafen. Das ist einfach ganz, also eine halbe Stunde, die kriegt man einfach hin. Auch wenn es schwer ist. Es ist nicht immer einfach, auch für mich nicht. Und da keiner, der jetzt sagt, ich mach das locker von der Hand. Aber was hast du schon einen Schritt gemacht, wenn du damit anfängst dann? Was treibt dich an, das zu tun? Was motiviert dich? Was motiviert mich, das zu tun? Es ist der Prozess. Der Prozess und einfach das Ziel, besser zu werden. Das ist das, was mich antreibt. Einfach nur besser werden und das Bestmögliche rausholen. Wie
wie ich schon sagte, du musst die beste Version von dir selber werden. Und wenn du die beste Version von dir selber sein willst, dann musst du auch mal über deinen Schatten springen und Sachen machen, die unangenehm sind und die Komfortzone auch einfach mal verlassen. Nur dann kannst du wirklich wachsen. Ich habe dir mal das Buch Relentless empfohlen. Da liest du das ja auch immer wieder, ja, dass du die Komfortzone einfach verlassen musst, um besser zu werden. Du kannst nicht besser werden, einfach so. Dann wird ja jeder täglich besser. Dann wird jeder Mensch täglich besser. Aber das funktioniert leider und zum Glück nicht so einfach. Ja, wenn es einfach wäre, dann würde es jeder tun. Ganz genau. So, am Ende, ich habe noch so ein paar Sätze, die du einfach schnell so beantworten kannst, mit entweder einem Wort oder einem kurzen Satz. Fünf Stück. Fußball ist? Mein Leben. Mein schönstes Erlebnis im Fußball war? Ja, Aufstieg mit Cottbus. Ich bin Fan von? Sergio Ramos. Mentale Stärke bedeutet für mich? Alles, was bedeutet einfach alles, was zum Sport dazugehört. Also mentale Stärke steht für mich über dem Talent. Ja, und Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Noch ein sehr, sehr großer Bestandteil meines Lebens sein. Sehr, sehr stark. Finde ich gut. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse, für deine Perspektiven. Ich glaube, ich habe auch damals schon viel von dir gelernt und wie du auch jetzt, wenn ich so deine Stories immer anschaue, das motiviert auch mich. Also vielen, vielen Dank dafür. Und, aber die Challenge musst du ja noch machen. Die Murph Challenge. Ja, die musst du ja noch machen. Wie war die nochmal? Kannst du auch nochmal kurz teilen. 1,6 Kilometer laufen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 Squats und dann zum Abschluss nochmal 1,6 Kilometer laufen. Okay. Das habe ich jetzt dir empfohlen und da warte ich einfach noch drauf. Das kann ich an der Stelle jetzt nochmal erwähnen. Jetzt ist es öffentlich, jetzt muss ich es machen. Jetzt, ja. Also und ja, 45 Minuten solltest du da solltest du durch sein. Also mit so einem Ziel vor Augen, dann schaffst du es eher. Das ist besser als einfach mal schauen. Ja, ja. Okay. Gut. Alles klar, dann wir bleiben in Kontakt. Hat mich gefreut. Wir bleiben in Kontakt. Mich auch. Alles hier und vielen, vielen Dank für deine Impulse. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao.